Hallo Freunde! Das legendäre Schiff Titanic wurde am 31. Mai 2011 von der Hauptstadt Nordirlands Belfast zu Wasser gelassen und bereits am 10. April 1912 startete das Linienschiff im Hafen von Southampton zu seiner ersten und letzten Fahrt nach New York. An der Jungfernfahrt nahmen 2000 Passagiere teil, unter ihnen 900 Besatzungsmitglieder. Am 14. April 1912 um 23.40 Uhr kollidiert Titanic mit einem Eisberg. Nachdem das Schiff in zwei Teile auseinanderbricht, sinkt es am 15. April 1912 um 2.20 Uhr nachts. Nur 712 Passagiere konnten durch Rettungsboote überleben. In dieser schicksalshaften Nacht kamen 1514 Menschen ums Leben. Wenn es für einen Erwachsenen schon fast unmöglich schien zu überleben, wie musste es wohl für ein Kind gewesen sein? Herzlich willkommen auf Echt Wahr. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über Kinder, die diese Tragödie überlebt haben. Das erste Kind, Robert Douglas Spedden. Zum Zeitpunkt des Schiffsbruchs war der junge Robert erst 6 Jahre alt. Er war mit seinen Eltern auf dem Schiff. Um den kleinen Jungen nicht zu erschrecken, sagte seine Mutter und sein Kindermädchen, dass sie nur eine kleine Reise mit dem Boot unternehmen wollen, um die Sterne anzusehen. Sie hatten sehr viel Glück, denn es war das letzte Rettungsboot. Seine Mutter war die letzte Frau mit einem Kind im Arm, die noch mit einsteigen durfte. Der Rest des Bootes war gefüllt mit männlichen Passagieren. Als das Boot vom sinkenden Schiff wegsegelte, schlief der junge Robert sogar ein. Das zweite Kind, Jeanne Hippach. Jeanne Hippach war ein 16-jähriges Mädchen, das auf der Titanic zusammen mit ihrer Mutter reiste. In der Nacht der Kollision wurde sie wach und suchte nach dem Personal. Sie erinnerte sich, dass anfangs niemand alarmiert wurde und ein Schiffsarbeiter zu ihnen sagte, sich keine Sorgen zu machen und in ihr Zimmer zurückzukehren. Schließlich gelang es Hippach und ihrer Mutter, auf das Oberdeck zu gelangen, um in ein Rettungsboot zu steigen. Bald darauf schwammen sie weg und Hippach schaute zurück. Es gab eine furchtbare Explosion und das Schiff begann auseinanderzubrechen. Alle Lichter der Titanic gingen aus und es herrschte eine gespenstische Stille. Währenddessen ruderten die Männer und Frauen auf ihrem Boot, um dem Absinken des sinkenden Kreuzfahrtschiffes zu entgehen. Nummer 3. Jack Sayer. Jacks Geschichte ist eine der aufregendsten vom Untergang der Titanic. Der 17-jährige Jack reiste mit seinen Eltern. An Bord des Schiffes hatte er einige Freunde gefunden. In der Nacht wurde Jack und einem seiner Freunde wegen ihres Alters nicht gestattet, mit ihrer Familie in ein Rettungsboot zu steigen. Sie gaben nicht auf und machten sich auf den Weg zum nächsten Rettungsboot. Leider durften sie auch in dieses nicht einsteigen und sahen zu, wie das letzte Boot das Schiff verließ. Jack und sein Freund entschieden sich dafür, dass sie ins Meer springen mussten, bevor das Schiff sank. Jack sah seinen Freund nie wieder, nachdem dieser gesprungen war. Jack selber schlug hart auf die Wasseroberfläche und wurde selbst mit einem Rettungsring durch den Sog nach unten gezogen und wäre fast ertrunken. Als er endlich an die Oberfläche kam, war er direkt neben einem umgedrehten Rettungsboot des Schiffes. Er und 28 andere kletterten auf das Boot oder hielten sich fest, bis sie in Sicherheit waren. Nachdem er die Nacht auf dem gekenterten Boot verbracht hatte, wechselte Jack später in das Rettungsboot Nummer 12. Er war so müde und fror so sehr, dass er seine Mutter nicht bemerkte, die im nächsten Boot Nummer 4 saß. Jack erinnerte sich später daran, dass ihn die Schreie von Hunderten von Menschen im Wasser an das schrille Grollen der Heuschrecken in seiner Heimat Pennsylvania erinnerten. Nach ein paar Jahren heiratete Jack, zog 5 Kinder groß und arbeitete als Finanzpräsident an der Pennsylvanischen Universität. Jack war einer von 40 Menschen, die ins eisige Wasser sprangen und überlebten. Es ist unglaublich, wie viel Glück manche Leute haben, und Jacks Glück kam genau im richtigen Moment. Das vierte Kind, Eva Hart. Eva Hart war gerade mal 7 Jahre alt, als die Titanic mit dem Eisberg kollidierte. Sie war mit ihrer Mutter und ihrem Vater auf dem großen Ozeandampfer unterwegs.
Hart und ihre Familie waren Passagiere der zweiten Klasse. Eva und ihre Mutter konnten ein Rettungsboot besteigen und überlebten, aber ihr Vater verstarb im eiskalten Atlantik. Sie kehrte mit ihrer Mutter nach England zurück. Diese heiratete ein zweites Mal. Eva arbeitete zunächst als Organisatorin der britischen konservativen Partei und diente später als Richterin für England. Sie veröffentlichte eine Autobiografie über ihr Leben und den Untergang der Titanic. Eva reiste ihr ganzes Leben lang. Sie wollte sich selbst beweisen, dass sie keine Angst mehr von einer Seereise haben musste. Auch wollte Eva anderen Menschen aufzeigen, dass selbst nach tragischen Ereignissen das Leben lohnenswert ist. Eva Hart hat eine großartige Botschaft für uns alle, das Leben nicht aufzugeben, selbst wenn es uns schrecklich und düster erscheint. Das fünfte Kind, Mary Conover Lyons. Mary Conover Lyons war 16 Jahre alt, als sie an Bord der Titanic ging. Sie reiste mit ihrer Mutter. Sie fuhren in die Vereinigten Staaten, um dort den Abschluss ihres Bruders zu feiern. Die beiden befanden sich im Empfangsraum des Schiffes, als dieser mit dem Eisberg kollidierte. Sie und ihre Mutter machten sich sofort auf den Weg zu einem Rettungsboot. Eis lag auf dem gesamten Deck des Schiffes. Sie schafften es aber schließlich doch noch auf ein Boot. Die Geschichte von Mary ist sehr erschütternd, weil sie sich an viele Ereignisse aus dieser Nacht erinnerte, die sie für immer verfolgen würden. Später erzählte Mary, wie ruhig die Besatzungsmitglieder waren, als sie jedem in die Rettungsboote halfen, obwohl sie wussten, dass sie in dieser Nacht ihr Leben verlieren würden. Sie erinnerte sich auch an den entsetzlichen Anblick des sinkenden Schiffes und war dankbar, dass sie zu weit weg war, um die Schreie zu hören. Das sechste Kind, Melvina Dean. Zu Zeiten der Überreise war Melvina Dean gerade 2 Monate alt. Dies machte sie zur jüngsten Passagierin auf dem Schiff. Sie und ihre Familie waren Passagiere der dritten Klasse und waren auf der Titanic, weil sie in die USA zogen. In der Nacht des Untergangs der Titanic bestiegen Melvina, ihre Mutter und ihr Bruder ein Rettungsboot und schafften es sicher nach New York. Ihren Vater mussten sie leider in den Tiefen der Atlantik zurücklassen. Zuerst wollte die Mutter von Melvina nach Kansas fahren, um den Wunsch ihres Mannes zu erfüllen. Doch ohne ihren Mann und alleine mit 2 kleinen Kindern entschied sie sich um und kehrte zurück nach England. Melvina war nie verheiratet und arbeitete während des Zweiten Weltkrieges als Kartografin für die britische Regierung. Die Navratil-Kinder. Diese nächste Geschichte handelt davon, wie die Freundlichkeit von Fremden und ein wenig Glück das Leben eines Kindes vollständig verändern können. Die Nacht, als die Titanic sank, waren Mr. Navratil und seine beiden Söhne an Bord des sinkenden Schiffes. Herr Navratil hatte das Sorgerecht für die Jungen an seine Ex-Frau verloren. Deshalb hatte er beschlossen, mit ihnen in die USA auszuwandern. Bevor er seine Söhne auf ein Rettungsboot brachte, wickelte er sie in eine Decke ein, um sie warm zu halten, und verabschiedete sich. Die Jungen überlebten, Mr. Navratil nicht. Nachdem die Jungen gerettet worden waren, erkannte die Besatzung und die anderen Passagiere, dass sie nur Französisch sprachen und nicht mit ihnen auf Englisch kommunizieren konnten. Eine Passagierin bot sich freiwillig an, die Jungen mit nach New York zu nehmen, um sie in Sicherheit zu bringen, bis sie herausfinden konnten, was sie mit ihnen tun sollten. Glücklicherweise sah die Mutter die Jungen auf einem Foto in einer französischen Zeitung und holte sie in ihre Heimat wieder zurück. Es ist erstaunlich, wie hilfsbereit die Menschen trotz ihrer eigenen Notsituation sein können. Das neunte Kind, William Carter II. William Carter, auch Willy genannt, war bei der Überreise 11 Jahre alt. Er war ein Passagier der ersten Klasse, denn die Carters gehörten zu der reichsten Familie auf der Titanic. Als die Titanic mit dem Eisberg kollidierte, lief Familie Carter zu den Rettungsbooten. Willys Mutter und seine Schwestern gelangten leicht ins Boot, aber Willy wurde gesagt, er sei zu alt. Berichten zufolge reagierte Mrs. Carter sofort und verkleidete Willy als ein Mädchen.
Mit etwas Glück und der schnellen Reaktion seitens Mrs. Carter konnte der 11-jährige Junge eine der größten Katastrophen der Welt überleben. Unser letztes Kind, Madeleine Violet Mellinger. Zum Zeitpunkt des Untergangs der Titanic war Madeleine Violet Mellinger 13 Jahre alt und war ein Passagier zweiter Klasse. Mellinger war mit ihrer Mutter unterwegs. In der Nacht, als die Titanic auf den Eisberg traf, wurde Mellinger vom Geräusch des Zusammenstoßes wachgerüttelt. Danach ging sie für eine Weile wieder ins Bett, bis ein Mann an ihre Tür klopfte und ihnen sagte, sie sollen so schnell wie möglich nach oben kommen. Sie gingen beide an Deck und stiegen in ein Rettungsboot. Als sie an Bord eines Rettungsbootes stiegen, erinnerte sich Madeleine daran, dass es ihr leid tat, dass andere noch immer auf ein Boot warten mussten. Sie erinnerte sich an die Raketen, die vom Schiff abgeschossen wurden, auf der Suche nach jemandem, der ihnen helfen konnte. Sie erinnerte sich auch an das Schreien der Menschen im eiskalten Wasser. Kennt ihr noch weitere Geschichten von Überlebenden der Titanic? Es wäre sehr interessant, in den Kommentaren darüber zu lesen. Vielleicht könnte man ja daraus noch ein Video machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch und teilt es gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.